Maxi von i5 hat um eine Videoantwort gebeten. Daher meine Nachricht an mein Teenager-Ich. Ja, Nachricht an mein Teenager-Ich. Erstmal, du bist super. Alles, was du gemacht hast, genau richtig. Ja, also passt alles. Teenager-Ich heißt, du bist jetzt gerade so im Jahr 1985. Es ist eine unglaublich spannende Zeit. Das ganze Thema mit Videospielen hast du schon erlebt. Konsolen, Videospielautomate und so weiter. Und jetzt kommt die richtig heiße Phase. Jetzt kommen richtig geile Computerspiele. Ja. Für dich persönlich heißt es ja sowas wie Anschaffung vom ersten eigenen Computer. Selbst finanziert, ja, nicht irgendwo sponsored by Daddy oder irgendwie sowas. Ganz im Gegenteil. So von Elternseite sind ja Computer das absolute Übel, ja. Neumodischer Kram, neumodisches Zeug, Teufelswerk. Da werden noch eine ganze Menge Widerstände kommen. Ja. Lass dich davon aber einfach nicht aufhalten. Ja. Also, da gibt es im Moment gerade so eine absolut geile Entwicklung und aus heutiger Sicht kann man sagen, das ist eigentlich the next big shit. Sagt man heute. Wie hat man 85 dazu gesagt? Ich habe keine Ahnung. Ja. Und auch wenn alle Welt sagen, das ist nur eine Spielerei und wird sich nicht wirklich durchsetzen und so, vergiss es. Heute, 2013, wissen wir, Computerspiele sind ein Mega-Millionen, wenn nicht sogar Mega-Milliarden Dollar-Business weltweit. Und vielleicht hat die Einstellung, dass das doch bloß eine Spielerei und irgendwo was Kindisches ist und so weiter, auch ein Stück weit dazu geführt, dass wir in Deutschland gerade mal eben so in den letzten Jahren erkannt haben, dass das doch ein Stück Kultur ist und dass sich da auch richtig Geld mit verdienen lässt. Deswegen Teenager-Ich, halt an deiner Neugier fest. Ja, Computerspiele sind klasse. Was kommt da auf dich zu? Space Taxi, Jumpman, Pirates und unbedingt für dich ganz persönlich Ultima 4. Und natürlich auch solche Sachen wie Bard's Tale, Wasteland und so weiter. Aber Ultima 4 wird für dich ganz persönlich was ganz Besonderes sein. Eine sehr spezielle Erfahrung. Das öffnet für dich nämlich die Tür in die Welt der Rollenspiele. Beschäftig dich ruhig dann auch mit den normalen, klassischen Pen-and-Paper-Rollenspielen. Das ist was, was dir Kontakte einbringt, die dich persönlich tatsächlich noch weiterformen. Die dir durchaus auch mal beruflich helfen, das darf man nicht vergessen. Also du lernst da Leute kennen, die dich auf deinem beruflichen Weg später dann auch durchaus noch begleiten werden. Das ist eine tolle Zeit, das sollte man überhaupt nicht missen. Und ganz wichtig, Rollenspiele, egal was andere Leute sagen, fördern die Fantasie, fördern Kommunikation. Also tolle Sache. Unbedingt dranbleiben. Ja. Macht auch verdammt viel Spaß. Und man glaubt es nicht, aber man lernt ja doch auch Mädels kennen. Ja. Egal welche Richtung das dann später nimmt. Coole Sache. Computer ist aber allgemein auch ein Thema, an dem du dranbleiben darfst. Teenager-Ich. Die Neugier für das ganze Thema wird dich dein ganzes Berufsleben hin begleiten. Ja, mach weiter zum Thema Programmierung. Übrigens, Maschinencode ist für dich ein Irrweg. Ja, ist zwar interessant, man lernt dadurch ein bisschen Verständnis zur Maschine, aber
Das Leben besteht nicht nur aus binärer Algebra und solchen Quark. Vergiss es. In ein paar Jahren wird ein Computer namens Amiga auf dich zukommen. Da sind dann tatsächlich Hochsprachen dann schon wieder interessant. Beschäftig dich da ruhig mit Modula 2 und C. Ja, also das ist eine wichtige Entwicklung. Aber trotz allem, bleib einfach neugierig. Mehr kann man da einfach nicht sagen. Oh, das ist so cool. Ja. Lass dich aber auch da von Leuten nicht aufhalten, die sagen, ah, lieber Spatz in der Hand als Taube auf dem Dach. Du musst da im Moment gerade noch keine Familie ernähren oder nichts. Ja? Also geh einfach deinen Weg. Ja? Alles, was du jetzt machst, hilft dir irgendwann in der Zukunft. Das baust du da für dich bloß aus. Und alle Leute, die im Moment gerade Zweifel haben, denen fehlt es einfach nur an Visionen. Die sehen einfach nicht, was da entsprechend für Möglichkeiten stecken. Ja? Die sind an eigenen Ängsten aufgehalten. Also bloß nicht aufhalten lassen, bloß nicht reinquatschen lassen. Die Masse hat nicht recht. Modern Talking ist für dich vielleicht jetzt gerade der heiße Scheiß, aber heute ist bloß noch Dieter Bohlen davon über. Leider. Ja, also nicht, dass Modern Talking jetzt nicht mehr da ist, bloß nicht falsch verstehen, um Gottes Willen. Leider, dass Dieter Bohlen noch vorhanden ist. Oh Gott, wie kann man mir das jetzt schon wieder auslegen? Na, egal. Was ist sonst noch wichtig für einen Teenager? Ich? Mädels? Ja. Ach, da kann man eigentlich bloß sagen, Mädels kommen und gehen. Leitspruch darf da sein, lieber mehr Herzen brechen, als sich das Herz brechen lassen. Das klingt so aus dem Rückblick immer furchtbar, furchtbar einfach gesagt. Und wahrscheinlich ist es auch nicht möglich, weil wenn man irgendwas mit Herzblut macht, hey, Computerspiele habe ich ja auch mit Herzblut gemacht. Also insofern, ja. Übrigens, wenn man noch keinen eigenen Computer hat, kann man Computerspiele auch auf seiner eigenen heimischen Schreibmaschine schreiben. Ja, das geht, das klingt furchtbar lächerlich und Leute außenrum werden sich da auch erstmal das Maul drüber zerreißen und das Ergebnis wird wahrscheinlich auch nicht gut, aber, oder naja, nur eingeschränkt witzig, aber das ist vollkommen egal. Das sind Übungen, wo man draus lernt. Wichtig ist da bloß die Begeisterung und es dann später irgendwann mal am Schul-PC, war das ein PC? Doch, das war ein PC, tatsächlich abzutippen, ja, und zu gucken, was dabei rauskommt. Pfeift drauf, was andere Leute denken. Wie gesagt, denen fehlt da die Weitsicht und die Vision. Ja. Gibt's eigentlich noch was zu sagen? Nö, alles super. Darf so sein, ja. Vielleicht melde ich mich ja nochmal zu einem anderen Zeitpunkt. Erzähl dir noch mehr. Aber bis dahin.